Speichervorgang beendet und es geht weiter. Mario und seine Freunde suchten weiter und drangen immer tiefer in die Villa vor. Aber egal, wo sie auch suchten, sie fanden keine Spur von Marley. Wo war diese geheimnisvolle Frau nur? Hm, dort entlang, sagte Tippi, die versuchte, das reine Herz zu erspüren. Ungeachtet der Gefahren setzten unsere Helden ihren Weg durch die Villa fort. Knack den Tresor! Oh, das behindertste Kapitel des Spiels. Okay, wir sind in Marleys Villa. Was ist das? Eine Vase. Die hat wohl kaum mehr als 100 Münzen gekostet. Okay, so viel zu Tippis. Beurteilung. Was ist denn hier? Nichts, wie scheint. Sind wir hier in der Bank? Sieht mir komisch aus. Es kommt nicht ganz koscher vor. Aber wir kommen ja irgendwie nicht weiter. Wir müssen hier drauf. Hm. Ja, natürlich! War nicht meine Schuld. Ah! Meine Lieblingsvase kaputt! Trampel! Sie war mein Ein und Alles und ihr habt sie kaputt gemacht! Ah! Dafür bezahlt ihr... Oh ja! Diese Vase hat 1 Million Rubine gekostet! Also her mit den Steinen sofort, oder ihr seid dran! Rubine? Oh, ich glaube nicht, dass wir Rubine haben. Ist das so etwas wie Münzen? Münzen! Wer hat heute noch Münzen, ihr Proleten? Ich spucke auf eure Münzen! Ihr wollt mir tatsächlich mitteilen, dass ihr keine Rubine habt? Dann müsst ihr eure Schulden wohl abarbeiten. Bis ihr ungezogenen Trampel eure Schuld abgearbeitet habt, gehört ihr mir. Viel Spaß! Ihr könnt euch oben im Generatorraum ein paar Rubine verdienen. Wenn ihr 1 Million Rubine habt, liefert sie bei mir im unteren Raum ab. Außerdem könnt ihr dort eure Schulden einsehen. Also ans Werk, Sklaven! Okay. Du hast jetzt 100... warum sage ich mal 100? 1 Million Rubinen Schulden. Der Hammer! Aber eiskalt, Mario. Du hattest so viel Schulden, hattest du ja noch nie. Okay. Springt! Strengt eure dünnen Flohbeinchen an. Los, 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 das geht schneller. Boss Mimi, hast du gleich noch mehr, als die Leber hast. Also haut rein. Mehr Energie! Aha, aha, aha. Ich helfe euch mal so ein bisschen, indem ich gar nichts mache. Das ist der Generatorraum. Blöcke anstoßen, Strom machen, Rubine verdienen. Rubine regieren die Welt. Willst du hier mal lochen? Aber immer. Du hast Energie, gefällt mir. Schnappt in den freien Block und springt drauf los. Verdient euch die Rubine. Yeah, Rubine rocken. Yeah, spring, Rubin. Wenn du fertig bist, komm zu mir. Ich sag dir dann, wie viele Rubine du bekommst. Oh, und pass auf die kleinen Motivationsfunken auf, die am Boden entlang laufen. Motivationsfunken, dankeschön. Meep, meep. Also ich werde das natürlich euch nicht alles zeigen. Das wäre ja furchtbar. Ich mache das so, ich zeige euch das jetzt mal so ein bisschen. Ne, also mehr ist da auch nicht. Man hüpft halt die ganze Zeit nur, muss versuchen, diesen komischen Motivationsfunken auszuweichen. Und ja, ich werde jetzt erstmal schneiden. Und wir sehen uns dann, sobald ich genügend Rubine habe, um ein tolles Geheimnis zu erfahren, wie ich schneller Rubine verdienen kann. Also, bis gleich. So, ich glaube mal, dass das reichen sollte. Puh, wie geht's? Oh, das nenne ich mal richtige Arbeit. Du musst Rubine ja lieben. Träumst du von ihnen? Kuschelst du mit ihnen? Aber das geht mich nix an. Für einen Haufen Arbeit einen Haufen Rubine. Du hast 374 Rubine erhalten. Yay. Ich hoffe mal, das reicht. Für das erste Geheimnis. So. Hui. Na Leute. Ah, ein neuer. Hey, weißt du, dass es neben diesem Raum auch einen Raum für VIPs gibt? Dort kannst du dir viel schneller Rubine verdienen als in diesem Loch hier. Aber es gibt nur einen Haken. Du brauchst einen Code und den kennen nur Eingeweihte. Mann, wenn ich nur diesen Code wüsste. Interesse an einer Info kostet nur einen Rubin. Wie sieht's aus? Sag schon.
Okay, in dieser Villa, hier gibt's viele Geheimgänge. Voll viele sogar. Jawohl, überprüfe die Wände. Sieh nach oben, unten, links und rechts. Sieh überall nach. Bring! Okay. Oh, da ist einer in einer anderen Dimension. Spitzen-Timing-Wetterfreund, ich habe gerade eine sehr interessante Info erhalten. Nur jetzt im Sonderangebot. Eigentlich wollte ich 10.000... Oh, jetzt sind es 10.000 Rubine, ja klar. Wie klingt das? Bitte? Pah, weißt du, was du bist? Alter, G-I-E-Z-I-G, verzieh dich. Das ist ein bisschen viel, Alter. Und du? Ich arbeite mich hier mir den Buckel krumm, aber es reicht nie für meine Schulden. Ich sage dir, ich weiß nicht, ob ich jemals aus dem Loch rauskomme. Das ist schon die zweite Information, die wir mit 10.000 Daten. Aber die können wir uns jetzt noch nicht leisten, wie ihr gesehen habt. Wir gehen jetzt mal hier lang. Hier ist ein Geheimgang. Ja, ein Geheimgang. Aber hier können wir auch noch nicht lang. Fällt mir jetzt gerade auf. Unter uns war ein anderer Geheimgang. Da müssen wir hin. Ich wittere Rubine raus. Viele Rubine. Aber siehst du diese Elektrobarrieren? Die machen glatt Grillhamster aus dir. Wenn ich nur einen Schlankmacher-Pixel hätte, schon von ihnen gehört. Mit so einem Pixel kannst du dich seitwärts drehen und wirst du quasi unsichtbar. Man munkelt, dass irgendwo in der Villa so ein Pixel versteckt sein soll. Okay, dann müssen wir jetzt einmal hier nach unten. Nein, verdammt. Nam, 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 nam. Nein. Nein. Nein, aua. Aua, das hat weh getan. Oh, da ist... ein Weg fällt mir jetzt gerade ein. Auf. Boom. Aha, mit einer Schatztruhe. Und in der Schatztruhe ist eine Karte. Und das ist eine Boohoo-Karte. So, und jetzt brauchen wir mal Peach. Die gute Bitch. Yay. So, und hier in diesem Raum kriegen wir, glaube ich, diese Information, diese etwas billigere. Hey, Neuzugang, willst du ein Geheimnis wissen? Aber sicher willst du. Kostet dich nur 100 Rubine. Ich weiß, was Tolles. Ehrlich, ist deine Spitzeninfo. Her mit der Info. Du vertraust einem Fremden einfach so. Das ist aber ganz schön gutgläubig. Haha. Aber dein Glaube an das Gute zahlt sich aus. Hier der Code für den VIP-Raum. Der Code lautet 5963. Und das müsste ich mir mal aufschreiben. Mal gucken, bla bla bla. Zack. Okay. Ah, ist ja lustig. Das habe ich sogar noch aufgeschrieben. Ich habe alle Codes hier sogar aufgeschrieben. Aber ich will euch zeigen, wie man die kriegt, also. Okay, 5963 habe ich schon reingeschrieben. Wofür das gut ist? Das ist ein Geheimnis, Mann. Merkt ihr einfach 5963. Alles klar. Ah ja, hier. Hey, keine Kraft mehr, dann schnappt ihr einen Pilz und weiter geht's. Im Block da drüben gibt es deliziöse Pilze. Jeder Pilz kostet dich 10 Rubine, so verdiene ich mein Geld, also hau rein. Hm, warum nicht? Nom. Pilze essen ist die einzige Freude, die an diesem schrecklichen Ort erlaubt ist. Ich weiß nicht, ob ich ohne Pilze weitermachen könnte. Irgendwie ist das voll die Anspielung auf Drogen im Gefängnis. Finde ich jetzt zumindest. Yay. Yay. So, wechsel mal natürlich wieder zu Mario. Peach darf ja keine körperliche Arbeit verrichten, die ist schon dünn genug. Code eingeben. 5, 9, 6, 3. Zutritt gewährt. Bitte eintreten. Yeah. Okay, das wär's zu dieser Info. Lauft! Schneller, schneller, schneller! Steht's im Kreis, ohne Fleiß kein Preis! Chefin Mimi hasst die Dunkelheit mehr als Kutteln, also schwingt die Hufe. Mehr Energie! Okay, die schwitzen ganz schön. Hallo? Das ist der Generatorraum für VIPs. Lauf im Rad, mach Strom, verdiene Rubine. Ja, viel besser als der andere Raum. Hier gibt's richtig Rubine. Jawohl, ein neuer Hamster, was? Lust auf Rubine, Hamster? Willst du hier mal lochen? Ja, ich bin ein Hamster. Prima, prima. Momentchen. Los, ihr Hamster, los! Manchmal frage ich mich, warum ich das mache. Aber die Antwort ist einfach. Es macht so Spaß. Bereit? Gute Antwort. Jetzt rein da, Hamster. Los. Yay. So, hier ist es die Aufgabe, einfach nur zu rennen. Das ist deutlich besser verdienen als mit Springen. Also hier ist es wirklich einfacher. Und ich schwitze sogar. Guckt euch meine Tränen an, die von meinem Kopf runter tropfen. Aber das werde ich natürlich auch wieder schneiden. Bis ich diese 10.000 gesagten Rubine habe von diesen Typen.
Und ja, das könnte ein bisschen dauern. Also, Freunde, ich würde sagen, bis gleich. So, genug gehamstert. Mal gucken, wie unsere Bilanz jetzt ist. Oh, was ist denn los? Ist das Hamsterchen müde? Ja, so ein bisschen. Aha, du bist ja richtig flott unterwegs. Das ist ja mein braves Hamsterchen. Versuch dich doch mal als Profisportler. Du würdest abräumen. Gute Arbeit wird dir gut bezahlt. Tu dir deinen Lohn, Superhamster. Ha, ich bin ein Superhamster. Puh, ich schwitze noch völlig. Na, wie viel kriege ich? Hier. Du hast 11.960 Rubine erhalten. Ha, das reicht doch. Na, das lobe ich mir. Dann können wir uns diese Super-Information jetzt holen. Aber vorher will ich mir noch eigentlich das Pixel holen. Das Schlankmacher-Pixel. Also gehen wir mal hier jetzt hin. Yay. Na, 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 na. Das kriegen wir nämlich hier. Da ist es auch schon. Zack. Kennst du das Geheimnis? Wow. Los! Kennst du das Geheimnis, Partner? Hm, kennst du es? Mach die Augen zu und stell dir vor, die Welt verschwindet. Hey, das ist ja der Oberhammer. Wie, was? Ich kann fühlen, dass du der Held bist. Wow, willkommen, Partner. Oh, das ist schlecht. Du hast zu wenig Kick. Ich kann meine Kräfte niemandem leihen, der zu wenig Kick hat. Okay, folgendes. In den nächsten 10 Sekunden lade ich deinen Kick auf. Okay. Fertig? 1, 2, 3, 5. Was? 4, 17, 3,14. Eine Murksillion, okay. 10. Jetzt bist du bereit, Partner. Jetzt hast du den Kick. Denk dran, wir Pixel haben jede Menge Kraft, also sei vorsichtig. Vor 2000 Jahren gab es zwar etwas Zoff mit den Ältesten, aber das ist wieder in Butter. Lass uns jetzt mehr Kicks suchen. Ja, komm schon. Irgendwie unter Drogen? Das Sidewax-Pixel Plateau ist jetzt dein Partner. Mit Plateau kannst du dich seitwärts drehen und Gegner einen Fallen und Fallen entgegen. Seitwärts nimmst du keinen Schaden, solange du stillstehst. Jetzt kennst du das Geheimnis, oder, Partner? Verstecken spielen gibt doch einen den größten Kick überhaupt, oder? Probiere es aus. Naja, man muss ein Baby sein, um das als Kick zu bezeichnen, aber... Naja, soll jetzt nicht fies gemeint sein, aber ich mochte Verstecken schon als Kind nicht irgendwie. Keine Ahnung. Ich fand's immer langweilig. So. Dann geht's jetzt wieder super Information. Dieser Typ für nur schlappe 10.000 Rubine verrät. Spitzen Timing-Wert, Freunde. Ich habe gerade ein Blablabla nur jetzt im Sonderangebot. Eigentlich wollte ich 10.001 Rubinen machen, aber jetzt sind es nur noch 10.000. Wie klingt das? Sehr gut. Danke, Kumpel. Hör zu, hör gut zu. Mimi hat geschlafen und ich habe sie im Schlaf belauscht. Und sie flüsterte 412-62816, mein Schatz. Okay. Mal gucken, ob ich das auch habe. La 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 und gucken. 412-62816. Ja. Ja, hab alles. Mein Schatz. Also ich denke ja, das ist die Nummer von ihrem Freund. Und das soll eine heiße Information gewesen sein? Ja, von wegen. Aber mit Hilfe von Plateau und mit diesem Geheimnis können wir jetzt auf einen Schlag unsere gesamten Schulden loswerden. Und wo renne ich hin? Ich muss hier lang. Das ist kein Scherz. Wir können jetzt mit einem Schlag unsere gesamten Schulden loswerden. Wir könnten es natürlich auch auf die legale Art machen und Rubine durch das Laufrad machen. Aber nein, ich will es auf die vom Spiel noch legale angesehene Art, aber von für mich eigentlich schon eine illegale Art machen halt. Also wir tun es halt auf diese Art hier. Da, ihr seht schon, da ist ein Tresor, nicht wahr? Und wir sind jetzt an den sogenannten Laser vorbeigekommen. Und jetzt müssen wir einen Code eingeben. Und was für ein Code ist das wohl? Genau, es ist 4 1 2 6 2 8 1 6 2 8 1 6. Zutritt gewährt.
Und wartet. Zack. So. So, da ist der Code auch nochmal schön eingeblendet. Und wir öffnen die Tür. Und was sehen wir? Viele, viele Rubine. Oh ja, yeah. Und damit werden wir mit einem Schlag schuldenfrei. Hättest du nicht gedacht, Mimi, wa? Du hast 1 Million Rubine erhalten. Awesome. Num, num, num. Haha. Num, num. Num, 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 num. Num, 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 fahren wir vorbei. Los. Tu es. Num, 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 num. Yay. So. Mimi, ich hab was für dich. La 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 la. Nom 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 nom. 1 Million Rubine, wenn die Vase nur 100 Münzen wert gewesen ist. 1 Million Rubine ist ein bisschen übertrieben, Mimi, du Heuchlerin. Hallo, willkommen. Herzlich willkommen bei der Rubinbank, Abteilung Kredite. Ich habe gar keinen Kredit bei dir aufgenommen, aber egal. Vielen Dank für dein Interesse an unserem Rubinkredit. Was kann ich für dich tun? Hm. Statt abbezahlen, Kontostand einsehen. Nö. Nur mal Hallo sagen. Nur mal Hallo sagen? Gut, gut. Raus hier. Ich habe zu arbeiten. Oh, fies. Ich liebe dich. Das ist wirklich toll. Ich liebe ja Rubine, also schaffe welche ran. Ah ja. Dann hast du hier Rubine. Super, ich nehme dir mal all deine Rubine. Ja, vielen Dank. Bing. Vielen Dank, dass Sie Ihren Kredit abbezahlt haben. Vollständig? Hä? Was? Wie hast du genug Rubine verdient? Das war so nicht geplant. Nein, du hast meinen schönen Plan ruiniert. Ah, du Fiesling. Hä? Ah, was zum... Sie ist geplatzt. Yay, der Kapitelende-Block. So, so, dieses kleine Biest hat uns also eine Falle gestellt. Aber wer war das eigentlich? Ich mache mir Sorgen um Merlee. Wir müssen ihr helfen. Ja, das müssen wir wohl. Hm. Aber, ja, ich würde mal sagen, da im nächsten Part das Ende ist, oder? Oder nee, 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 machen wir es jetzt so. Also das Ende des, dieses Riesenkapitels. Ich will da durch. Ich will da durch. Wir beenden jetzt noch diesen Abschnitt hier. So, zack. Bam, bam. Blab, blip. Blab, blip, blab, blip. Blab. Möchtest du das Spiel speichern? Yay. Das seltsame Hausmädchen Mimi verschwand in einer Rauchwolke. Was hatte sie vor und warum wollte sie Mario und seine Freunde versklaven? Nach diesem Zwischenfall bemerkte Peach eine Treppe nach unten. Ob Merlee dort unten ist? Fragten sich unsere Freunde mit sorgenvollen Mienen. Da es nur einen Weg gab, dies herauszufinden, stiegen sie die Treppe herab. Konfrontation im Keller. Ah, wir treffen Kirak. Nein, war ein Scherz. Das reine Herz ist nah. Hier unten spüre ich es viel stärker. Ah, yippie, hurra! Zum Glück seid ihr jetzt endlich da. Hä? 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 Ich bin Merlee, kommt herein. Diese Villa, sie ist mein. Ich warte hier schon ziemlich lang. Mir war schon etwas Angst und Bang. Entschuldigt mich, ich bin in Eile, weswegen ich nur kurz verweile. Was Böses jagt mich durch das Haus. Ich bitte euch, holt mich hier raus. Im Keller sitze ich wie eine Maus und das in meinem eigenen Haus. Hoffentlich findet man mich bald. Nach 1500 Jahren ist es ziemlich kalt. Von jetzt an seid stets auf der Hut. Vertraut auf nichts, ob bös, ob gut. Nein, ich kann nicht. Bleib hier. Meine Macht entgleitet mir. Ich bitte euch, rettet mich fix. Doch Vorsicht, sie kennt fiese Tricks. Okay. Datenstörung. Sie ist weg. War das wirklich diese Erscheinung von Merlee? Warum hat sie uns gebeten, vorsichtig zu sein? Merlees Keller. Spears Keller passt besser. Nein, aber ich würde sagen, jetzt mal zurück mit den Flachwitzen. Wir speichern ab und erforschen den Keller von Merlee im nächsten Part. Hier sind sogar Lampen. Ganz schön viele eigentlich. Oh mein Gott, und das reine Herz ist auch nicht mehr weit, Freunde. Also, es erwartet uns noch was richtig, eigentlich ganz Lustiges.
Und das werden wir alles natürlich erst im nächsten Part erfahren. Bis dahin, Freunde. Ciao.